Herzlich willkommen beim Brizzy Page Builder. Kann dieser Builder auch unsere Surfschule nachbilden? Wir werden es herausfinden. Let's go! Zuerst binden wir einen Block ein. Das müssen wir machen, damit wir darin auch Spalten platzieren können. Ein Block ist also so etwas wie eine Zeile. Und die Spalten selbst bieten uns hier oben entsprechende Menüs an. Und zwar Hintergrund, Farbe, Link. Und ich kann noch weitere Spalten hinzufügen, Einstellungen der Spalte, ob etwas mittig ausgerichtet ist, duplizieren und Spalte löschen. Also ich weiß ja jetzt schon, dass ich zwei solche Spalten brauchen werde. Und dann kann ich hier drauf gehen und entsprechend noch eine weitere Zeile einfügen. Da muss ich genau treffen und dann habe ich die ganze Situation hier dupliziert. Rechts oben ist die Einstellungsmöglichkeit für die Zeile selbst. Und hier habe ich auch erstens die Möglichkeit, es global zu machen. Und wenn ein Block global ist, dann, wenn ich ihn auf der Website einsetze und ihn an einer bestimmten Stelle ändere, dann ändern sich auch alle anderen Vorkommnisse dieses Blocks. Dann haben wir noch Hintergrundmöglichkeiten und das können wir ja direkt mal machen. Wir setzen hier unser gewohntes Hintergrundbild ein, haben hier sogar Effektmöglichkeiten, die brauchen wir aktuell nicht. Allerdings wollen wir auch eine Overlay-Farbe definieren. Dann nehmen wir schwarz, jetzt sehen wir nichts mehr und entsprechend setzen wir das auf 50%, weil wir ja wissen, dass wir weißen Text verwenden wollen. Jetzt füge ich einfach mal alle notwendigen Elemente ein und im zweiten Schritt können wir sie dann gemeinsam stylen. So, wir haben zweimal Text, einmal hier und einmal dort. Das Bild, fangen wir vielleicht damit mal an. Wenn ich auf das Bild klicke, dann kriege ich ein weiteres kleines Menü und hier kann ich entsprechend das Bild definieren. Das wäre dann die Surfschule, das Logo. Ui, das sieht natürlich noch nicht richtig aus. Das bedeutet, ich muss mal schauen, welche Einstellungsmöglichkeiten es hier gibt. Also erstens, ich weiß, dass das Ganze recht sein soll, aber vielleicht gucken wir erstmal hier. Ah ja, okay. Height ist 473%. Okay, das gehen wir mal. Okay, das muss anscheinend auf 100%. Können wir auch die Zahl ändern? Und was die Größe betrifft, ja, vielleicht so. Außerdem wollen wir, dass das Ganze rechts ausgerichtet ist. Und das Ganze soll ja auch noch nach rechts hier bis in die Ecke kommen. Deswegen müssen wir in die Einstellungen der Zeile oder der Box gehen und hier entsprechend auf Full umstellen. Ein Klick auf More Settings, um zu schauen, was hier ist. Also hier können wir tatsächlich das Padding definieren. Das ist quasi der Platz nach oben, nach unten. Und ich weiß ja jetzt schon, ah ja, okay, Brizzy hat hier auch die Möglichkeit, entweder die Seiten oder das Padding als Ganzes zu verstellen. Und ich denke mal, 20% dürften hier reichen. Nach unten wollen wir eigentlich gar kein Padding. Ah doch, wir können natürlich nach unten das Padding auch direkt auf die Zahl einstellen, die wir nachher brauchen, ungefähr 120 px. Und nach oben reichen uns erstmal 20 px. Unter Advanced finden wir Einstellungen, die wir hier bei dieser Demo nicht brauchen werden. Jetzt widmen wir uns mal den Einstellungen für den Font. Und hier hat Brizzy nämlich etwas ganz Besonderes zu bieten. Hier unter Font-Einstellungen kann ich entsprechend den Stil auswählen, unter den Überschriften und so weiter. Und das Besondere bei Brizzy ist, dass ich Stile vordefinieren kann. Und dann muss ich sie hier nur auswählen und sie sind dann überall gleich eingestellt. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den meisten anderen Page-Bildern, bei denen ich tatsächlich hingehen muss und den Font und die Größe jedes Mal von vorne einstellen muss. Das nervt natürlich. So, ich habe hier zum Beispiel Heading 2, ist schon auf Roboto und 48 Pixel eingestellt. Bold und so weiter ist auch alles richtig. Letter Spacing können wir so lassen. Und jetzt kann ich tatsächlich hier bei der Schrift hingehen und muss nur noch Heading 2 als Style auswählen. So, und hier haben wir eine kleine Unzulänglichkeit bei Brizzy. Und zwar, wenn ich mit meinem Scrollpad nach oben und nach unten gehe, dann springt er direkt von dort nach dort. Und Heading 2 überspringt er sozusagen. Das heißt, ich muss relativ aufwendig diesen kleinen Balken hier anfassen, ohne einen Krampf in den Fingern zu kriegen und dann Heading 2 auswählen. Aber dann hat Heading 2 tatsächlich genau die richtige Formatierung. Die Farbe wird nicht mit übernommen. So, und jetzt muss ich nur noch das da reinschreiben, was da stehen soll. Jetzt hat sich die Farbe wieder geändert. Okay, weiß. Und so kann ich relativ schnell den Stil einstellen. Ich weiß ja zum Beispiel auch, dass das hier genau den gleichen Stil haben wird. Also wieder auf Heading 2.
hier habe ich jetzt den Text drin. Ich möchte vielleicht die Box hier ein bisschen was zuziehen. Mal schauen, was da für Möglichkeiten bestehen. Wenn ich in die Einstellung reingehe, ja, kann ich das erste Mal hier mittig ausrichten. Hier kann ich auch direkt die richtige Überschrift einstellen. Machen wir das hier vorne auch direkt mal, wenn mir das Markup tatsächlich wichtig ist. Und hier wollen wir auch mittig ausrichten. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Platz zwischen diesen Elementen und das Icon müssen wir noch ein bisschen bearbeiten. Bei Breezy ist es so, dass es am flexibelsten ist, hier einen Spacer einzufügen. Das hier ist ein Spacer und da muss ich dann wieder genau die richtige Position treffen, genau hier zwischen. Und jetzt muss ich nur noch die Menge an Platz einstellen, die ich haben möchte. 120, das sollte reichen. Jetzt noch das Icon, das darf erstmal nach rechts. Oben und unten braucht es eigentlich keinen Platz. Allerdings rechts schon ein bisschen und jetzt muss es noch viel größer werden. Also erstmal das Icon an sich. Da, wir haben sogar ein echtes Surf-Symbol, nehmen wir das doch einfach mal. Und im Hintergrund kann ich dann sagen, dass ein Kreis drumherum sein soll. Die Größe vom Kreis her entsprechend anpassen. Das kommt hin. Na, sagen wir so. Und bei der Farbe kann ich die Vordergrundfarbe, die ja normalerweise weiß ist, und die Hintergrundfarbe separat definieren. Seltsamerweise ändert er die Form, wenn ich die Hintergrundfarbe verändere. Das ist schon ein bisschen komisch. So, dieses fast schon lila möchte ich gerne haben. Jetzt muss ich nochmal reingehen und nochmal hier so draufklicken. Das ist anscheinend ein kleiner Bug, aber okay, den haben wir schnell gefunden und korrigiert. Ganz zum Schluss noch die Breite dieser Zeile. Und das war ein bisschen tricky, bis ich das herausgefunden habe, denn hier ist das Icon. Dadurch, dass wir das ganz breit gemacht haben, ist es schwierig, dieses Icon zu sehen. Also wenn ich da drauf klicke, dann auf Einstellungen, da kann ich dann die Höhe und auch die Breite einstellen. Und wenn ich hier beispielsweise auf 80% gehe, ja, dann bekomme ich auch diesen Effekt, dass das eventuell sogar umbricht. Vielleicht gehe ich sogar auf 70, ja, wobei das jetzt nicht so wichtig ist. Ich denke mir, so würde das schon ganz gut aussehen. Einen neuen blanken Block hinzu. Die dritte Spalte aktivieren, indem wir hier auf das Plus-Symbol klicken. Jetzt haben wir drei Spalten. Und jetzt müssen wir nur noch die einzelnen Elemente hier reinfallen lassen. Nummer eins das Icon. Und dann zwei Textelemente. Und das zweite. So, und das Ganze müssen wir jetzt nur noch formatieren. Fangen wir mit dem Icon an. Und hierfür hatte ich einen weiteren Style definiert, und zwar Heading 3. Wunderbar, muss der nur noch mittig. Und hier kommt dann der Text rein. Und dabei möchte ich tatsächlich mal etwas anders vorgehen. Und zwar kann ich diese beiden ja hier mal löschen. Und jetzt diese Spalte nehmen und einfach duplizieren. Und das Ganze zweimal. Und jetzt habe ich schon den Stil und so weiter hier festgelegt, muss also nur noch die einzelnen Elemente austauschen. Entsprechend angepasst, eingefügt, schon fertig. Als nächstes haben wir dieses Zitat mit Schrift auf Hintergrund. Hier sehe ich gerade, dass die H1, das H1-Element noch nicht sonderlich groß eingestellt ist. Und hier könnte ich einfach mal hingehen, setzt auf 100 und Roboto und entsprechend Bold. So wie ich es sonst auch habe. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist alles, was notwendig war, um das hier so hinzukriegen. Hier müssen wir also wieder ein Overlay definieren. Und zwar schwarz und dann bei 50%. Das klappt meistens ganz gut. Ja, und das war schon. Das sieht sehr gut aus. Damit bin ich zufrieden. Das Bild wird auch automatisch auf 100% aufgezogen, so wie es sein soll. Als nächstes brauchen wir drei Spalten für unser Klickteam. Also, es beginnt wie immer mit einem Block. Und hier brauchen wir noch eine weitere Spalte. Aber wir machen es schlau wie eben. Wir füllen erstmal eine Spalte aus und dann kopieren wir diese Spalte. Dann beginnen wir einfach mal hier. Wunderbar, ich muss jetzt vielleicht nur noch dafür sorgen, dass die Schrift hier ein bisschen
ein bisschen oben und unten angepasst wird. Hier kann ich natürlich nur in die eine Richtung anpassen. Vielleicht machen wir hier noch eine H3 draus. Genau, ich möchte hier gar nicht eine Lücke haben. So, und das reicht mir eigentlich schon. Da bin ich schon nah genug dran. Und jetzt lösche ich diese Spalte hier und kann dafür diese Spalte dann dreimal kopieren. Ja, das war wohl falsch. Also rückgängig. Das hier möchte ich dreimal kopieren. Ich habe herausgefunden, wie ich die Situation wieder bereinigen kann, muss dazu allerdings tatsächlich eine Kopie von dem Bild machen und dann hier oben reinziehen. Ja, daran merkt man vielleicht, dass Brizzy noch nicht ganz so viel Erfahrungsjahre auf dem Buckel hat, wie manch andere Plugins. So, ansonsten in einem letzten Check muss ich sagen, es kommt uns doch relativ nah. Die Überschrift ist vielleicht ein bisschen groß, aber der Abstand von oben nach unten, der passt eigentlich schon mal sehr gut. So, fertig. Schon sind wir bei der Bildergalerie angelangt. Mal schauen, wie gut Brizzy diese schafft. Also, wir fangen wieder an mit einem blanken Block. Und wir brauchen hier drei. Ja, besser so. Drei Spalten. Eine Hintergrundfarbe bzw. einen Gradienten. Dieser Gradient ist nicht linear, sondern radial. Und dann nehmen wir einfach mal dunkel. Für diesen Punkt das dunkle Blau. Für diesen das helle. Oder umgekehrt. Für diesen Punkt das helle Blau. Diesen das dunkle Blau. Und um jetzt diesen Kreis zu vergrößern, müssen wir diese Zahl hier erhöhen. 900. Ja, 900, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Dann fügen wir mal die Bilder ein. Die Lite-Version unterstützt auch keine Bildergalerien. Deswegen müssen wir die Bilder hier einzeln einfügen. Und wichtig dabei, Open in Lightbox anklicken. Das können wir uns direkt mal anschauen, indem wir veröffentlichen oder updaten. Die Vorschau betätigen. Ja, das funktioniert. Jetzt muss ich nur noch diese Zeilen hier duplizieren. Das kann ich mit der rechten Maustaste und dann auf Duplicate machen. Und das war es. Vielleicht noch ein bisschen mehr Abstand hier oben. 120 wie immer. Und hier unten auch. So, das war's. Sieht gut aus. Dann fehlt uns noch die Kontaktleiste. Die Kontaktzeile vielmehr. Und hier fügen wir wieder mal unseren Block ein. Ja, wir werden zwei solche Spalten haben, aber auch ein Hintergrundbild. Hier ist das Bild. Ich meine, das ist die Welle hier. Na ja, wunderbar. Und dann haben wir den ganzen Text, den ich jetzt mal einfüge. So, jetzt nur noch den Hintergrund ein bisschen was angepasst. Wir brauchen hier eine schwarze Farbe und ein bisschen Transparenz. Ja, das passt doch. Wunderbar, und das war's auch schon für den Kontaktbereich. Da fehlt uns nur noch die Fußzeile. Und ja, hier haben wir auch wieder zwei Bereiche. Allerdings wollen wir diesmal, ja, probieren wir mal, was passiert, wenn wir das auseinanderziehen.
Full. Jetzt geht es von ganz links nach ganz rechts. Hier kommt Text rein. Und damit ist auch unsere Fußzeile erledigt. Ja, vielleicht hier unten brauchen wir gar nicht mehr den ganzen Platz. Und fertig. Aktualisieren. Kommen in die Surfschule. Ja, das Icon hier könnte ich noch ein bisschen größer machen. Ich sehe gerade, dass es hier blau geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob es im Edit-Bereich. Also ist auch blau. Da müsste ich dann noch die Farben schwarz machen. Das Zitat. Das Team. Die Galerie. Funktioniert. Kontakt und Fußzeile. Perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen.